Herzlich willkommen heute zum Thema mehr Erfolg, mehr Umsatz durch Reputation, Expertise und Reichweite. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin Geschäftsführer des X-Group-Instituts für Gründung, Finanzierung, Geschäftsentwicklung. Und jedes Jahr helfen wir eine ganze Reihe, weit über 200 Menschen dabei, sich selbstständig zu machen oder die schon selbstständig sind, noch erfolgreicher zu werden. Und alle haben irgendwie die Frage im Hinterkopf oder sie brennt unter den Nägeln, wie kann ich noch mehr Kunden erreichen, noch mehr Umsatz machen? Natürlich auch entweder um Break-Even zu erreichen, davon leben zu können von der Firma oder sogar Gewinne zu machen. Nun, und die große Frage ist natürlich, wie kannst du ganz persönlich deine Reichweite vergrößern? Und das Interessante ist, dass die meisten Gründer mit einer relativ kleinen Reichweite anfangen. Ich hatte damals meine paar guten Freunde, die meisten haben mir davon abgeraten, mich selbstständig zu machen. Keiner hat mich unterstützt in meiner Existenzgründung. Folglich ist die Reichweite schon klein. Und deshalb ist es nur logisch, daran zu arbeiten, seine Reichweite systematisch aufzubauen. Und die Kanäle, die kennst du sicherlich, dass man persönliche Netzwerkveranstaltungen unterwegs ist, dass man Werbung macht, dass man Social-Media-Kanäle wie Instagram, Facebook, YouTube und andere Kanäle bespielt und dass man einfach unterwegs ist und Anhänger, Follower, Likes, Abonnenten schafft und seine eigene Community bildet. Das ist also die erste große Reichweite, das erste große Kriterium, was deinen Erfolg produziert. Nun, du wirst sicherlich wissen, auch was deine Zielgruppe ist, wo die Fische, die du auch angeln willst, unterwegs sind. Die fischreichen Gewässer sollen heute nicht das Thema sein, sondern ich will auf den zweiten Punkt hinaus, den nämlich viele vergessen, die zu vorschnell ihre Reichweite ausbauen. Denn die große Frage ist, was nützt es dir, wenn du eine Reichweite hast von 1 Million Menschen oder 10 Millionen Menschen? Ja, und die kennen dich alle als Verbrecher, als Lügner, als Terrorist, als Mörder oder als Betrüger. Nun, das hört sich lustig an, das bringt dir nicht so viel. Es gibt zwar einige, die sagen, guter Skandal sorgt auch für Reichweite. Nun, aber je nachdem, in welchem Business du unterwegs bist, wird das nicht unbedingt zu mehr Aufträgen, zu Umsätzen und auch zu Gewinnen führen. Die große zweite Frage ist also, als wer bist du bei deiner großen Reichweite bekannt? Es bedeutet also hier zu gucken, wie muss dein Leuchtturm aufgestellt sein in der Mitte deiner Community? Also wie ist deine Expertise aufgebaut, dass die Menschen auch sagen, wenn ich ein Problem habe mit Haaren, mit Zähnen, mit Fingernägeln, mit Autos, ja dann muss ich zu dem Experten in meinem Einzugsgebiet gehen. Und dieser Experte, der bist du. Du bist also entweder eine persönliche Marke, ein Personal Brand, du bist ein Corporate Brand, du stehst für etwas, hast eine Vision, du hast eine Mission und du hast einen ganz klaren Claim, du hast eine Botschaft und das kommunizierst du. Und am besten natürlich auch über die Keywords, die deine Zielgruppe jeden Tag in den Suchmaschinen sucht. Also es kommt nicht nur darauf an, dass dich viele Menschen kennen, sondern es kommt auch gerade auf dich, auf deine Firma an, diese als Experten auch darzustellen. Und das ist eine Aufgabe, die viele Menschen viel zu spät anfangen. Sie verbreiten bei den vielen Menschen entweder unklare Botschaften oder sie verbreiten Langeweile oder sie verbreiten einen Bauchladen. So, der macht alles, sie macht alles, aber sie weiß nicht genau was, um Gottes Willen, also da kann ich ja nicht hingehen. Sie weiß ja selbst nicht, was sie macht. Also das wäre eher schädlich. Also achte darauf, dass du hier eine scharfe Positionierung aufbaust. Das ist so der strategische Begriff. Aber auch wenn du das zweite machst, kannst du deinen Erfolg, deinen Umsatz noch weiter steigern, indem du nicht nur weitere Reichweite aufbaust und deinen Leuchtturm nach oben aufbaust, dich als Experte positionierst, sondern es gibt noch einen dritten Punkt und den fang auch viel zu spät an. Nun, der dritte Punkt ist, dass du dir Beweise suchst, dass du Argumente suchst, dass du Zeugnisse einfängst von Menschen, die Zeugen deiner guter Leistung sind. Wir sprechen also hier von Reputation, wo Menschen, die dich kennengelernt haben, die dein Kunde waren, die mit dir zusammengearbeitet haben, für die du gearbeitet hast, dass die sagen, Mensch, der Herr Meier, der Herr Schäfer, der Herr Müller hat gute Arbeit geleistet. Und das muss ich einfach schriftlich auch festhalten. Das sind sicherlich auch die Menschen, die dich weiterempfehlen. Aber noch mehr dienen sie dir auch bei dem Aufbau deiner Reichweite, indem sie dir das schriftlich entweder testieren und dir die Erlaubnis geben zur Verwendung, Datenschutzgrundverordnung. Noch besser ist es, wenn du vielleicht ein kleines Interview hast als Audio und das Beste ist natürlich, wenn du ein kleines Video machst. Ein kleines Video von Menschen, die sagen, ich war bei einer Firma X und die war toll und ich kann das nur weiterempfehlen und zwar aus diesen drei Gründen.
Nur du merkst schon, das hängt eine ganze Menge hier nicht mit Glück, sondern mit Fleiß zusammen. Also stetig deine Reichweite aufbauen, aber auch deine Expertise, dein Corporate Design, dein Corporate Identity, alles danach auszurichten, dass du ein Experte bist. Und dann aber noch die Vergangenheit einzusammeln, das zu produzieren und dir die Rechte zu sichern und das auch zu publizieren an den richtigen Kanälen, dass du in der Vergangenheit gute Arbeit geleistet hast. All das schreibe dir heute noch am besten auf deine Agenda, dass du heute mit anfängst, dass du in deinen Kundenverträgen, in deinen AGB schon einträgst, wenn ein Kunde gute Erfahrungen gemacht hat, dass du ihn als Reputation auch nutzen darfst, als Referenz nutzen darfst und dass du dir auch die Erlaubnis gibst, die Menschen darum zu bitten und zu fragen und auch Interviews zu drehen, um dann diese Feedbacks auch deiner Öffentlichkeit, deiner Community sichtbar zu machen. Wenn du heute mit nicht anfängst, nun wirst du, werden dir 2-3 Jahre verloren gehen, wertvoller Reputation und gut, du musst dann halt mehr Akquise machen, du brauchst einen höheren Traffic, du musst eine höhere Frequenz von Menschen anrufen, telefonieren und ansprechen, um den gleichen Umsatz zu erzielen. Also fang vielleicht heute schon damit an, deine Quoten dadurch zu verbessern, dass du dir Gedanken machst um Reputation und Expertise. Und das dann macht auch die Reichweite wesentlich mehr Spaß, wenn du mehr Traffic auf der Seite hast und du mehr konvertierst. Solltest du dabei Fragen haben, nun, dann können wir dir gerne bei der X-Group dabei helfen, deine Positionierung zu finden, also deine Zielgruppe, deine Themen, deine Methoden, deine Kernkomponenten zusammenzubündeln zu einem Rezept, wo alle sagen, da muss ich hin, wenn ich dieses Problem habe. Und wir helfen dir gerne auch dabei, dir einen Plan zu machen, wie du dann deine Expertise auch systematisch ausbaust und wie du auch deine Reputation einfängst, welche Interviewfragen du stellen kannst, wie du das produzierst und das Ganze auch schlüssig dann in den richtigen sozialen Medien auch zu kommunizieren. Wenn du dann zu guter Letzt auch noch die schriftlichen Feedbacks im Internet einsammeln möchtest, nun, dann empfehlen wir dir auch sogenannte Online-Tools. Es gibt zum Beispiel Referenzeinsammelmöglichkeiten, die dann auf deiner Webseite verschiedene Sterne dort auch sichtbar machen. Das heißt, die gehen auf die verschiedenen Portale, wo deine Kunden Feedbacks gegeben haben und zentralisieren die und machen die sichtbar auf deiner Webseite. Du kannst dann beispielsweise auch digitale Dienstleister, Dienstleistungsunternehmen beauftragen, die dann auf allen Portalen, wo deine Kunden schon Feedback gegeben haben, einsammeln und das dann auf deiner Website sichtbar machen. Zum Beispiel, wir arbeiten mit dem Unternehmen Proven Experts zusammen, das siehst du auf unserer Webseite, da haben wir dann 4-5 Sterne von maximal 5 und jede Referenz, die jeden Tag dazukommt, wird dort eingesammelt, eingepflegt. Und der zweite große Vorteil ist, wenn du solche Tools nutzt, dass du auch einen Fragebogen entwickeln kannst. Lieber Kunde, weshalb waren Sie zufrieden? Wie zufrieden waren Sie? Weshalb würden Sie uns weiterempfehlen? Das heißt, du hast auch einen Kundenbefragungsfragebogen dann drin, den du dann an deine Kunden schicken darfst. Und die Bewertung kommt dann auch wieder zurück und damit steigt noch weiter deine Expertise, / Reputation und damit deine Reichweite insgesamt auch. Ich wünsche dir also viel Erfolg dabei, dass du auf die spannende Reise gehst, dass du dich klar positionierst, dass du ein Experte wirst in deinem Gebiet oder dein Unternehmen Experte wird. Und ich wünsche dir auch viel Erfolg dabei, deine Reichweite zu vergrößern. Aber verbreite bitte nicht Langeweile, sondern spannende Informationen, spannende Inszenierungen, sodass die Leute dir gerne hinterherlaufen, um bei dir Kunde werden zu wollen. Sorge auch dafür, dass diese Kunden, die du gut bedient hast, dass sie nicht verloren gehen, sondern dass du die einsammelst, dass du die befragst und dass du die Mund-zu-Mund-Propaganda erstens beschleunigst und zweitens auch die Menschen, die auf deine Website dann kommen, durch Weiterempfehlung, dann auf deiner Website sehen, hey, der hat ja 5000 Bewertungen, die alle 4-5 Sterne haben. Da fällt es mir leicht, dann auch meinen Auftrag abzuliefern. Wie du merkst, ist Erfolg kein Zufall, kein Glück, sondern eher ja, eine Fleißarbeit. Auch das hier ist Fleiß. Ja, es dauert Wochen, Monate und Jahre. Aber wenn du diesen Weg gehst, sei dir gewiss, die meisten deiner Mitbewerber, deiner Konkurrenten werden diesen Weg nicht gehen. Sollten wir dir als X-Group dabei helfen können, A, deine Positionierung aufzubauen, B, deine Expertise einzusammeln, Reputation und Referenzen daraus zu machen, diese nach oben schnellen zu lassen und dann systematisch noch täglich deine Reichweite zu vergrößern, nun, dann nutze gerne unseren Gutschein für ein kostenfreies Erstgespräch. Solltest du deine Reputation noch einsammeln wollen, nun, dann kannst du gerne das Tool auch nutzen, Proven Expert, um deine Reputation sichtbar zu machen auf deiner Website. Du findest unten unter dem Video auch einen Link,
wo du dich anmelden kannst. Du hast in der Regel einen Monat kostenlos, kannst das testen, kannst die ersten Fragebögen entwickeln und an deine Kunden schicken. Ich freue mich auf deine Weiterempfehlung, natürlich auch auf deine Bewertung bei Proven Expert, weil wir sammeln auch unsere Referenzen. Und ich freue mich, wenn du unseren Kanal auch abonnierst. Dein Daniel Schäfer. Vielen Dank, dass du dieses Video zu Ende geschaut hast. Gerne darfst du diesen Kanal abonnieren oder auch weiterempfehlen. Möchtest du gerne ein Erstgespräch haben, um deine Fragen zur Gründung, Finanzierung oder beruflichen Entwicklung zu klären, so findest du hier auf dieser Seite einen Gutschein. Mit diesem kannst du ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren, 45 Minuten an der Dauer, entweder in Berlin, in meiner Beratungspraxis oder auch gerne am Telefon. Bis zum nächsten Mal.